Moin zusammen, hier ist wieder Jens Zippel von Move Electric. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu Dennis Vitus. Der hat heute seine Einweihung seiner Schnellladesäule und feiert außerdem das 60-jährige Jubiläum seines Hammer Heimtextilienmarktes. Und da wollen wir heute hin, meine Frau und ich. Erstens ihm gratulieren zu seiner Schnellladesäule und natürlich zu seinem Firmenjubiläum und vielleicht die ein oder andere Wurst essen. Wir sehen uns gleich, wenn wir da sind. Hier gibt es gleich Wurst. Und da wäre auch noch ein Parkplatz gewesen. Sexy, ja. Sexy ist gut. Oh Mann. Na, wenn das nicht sexy ist. Hey Stefan, hast du einen VIP-Parkplatz? Ach, guck mal, Jens. Grüß dich. Ja, da steht Elektrofahrzeuge. Also, diese 60-Jahr-Feier ist eigentlich ein E-Mobilitätstreffen. Hier sind ja Unmengen Elektroautos. Moin. Model 3. Ganz frisch eingetroffen aus Bremen, ein weißes Model 3. Noch mit Überführungskennzeichen. Nicht jede Zelle gleich gut zu machen. Super. Deswegen gibt es ja Zellen mit hoher Leistung und kleiner Leistung. In der Stadt alles super. E-Golf aus Stade. E-Go. Peugeot. E-Niro. Ich glaube, den bin ich gefahren. Ja. Hast du auch alle Klamotten? Unsere schöne deutsche Automobilindustrie haben wir geopfert. Moin Holger, ich sag mal Holger. Ja, dann nehmen wir die andere Hand, weil du hast Kamera. Kamera in der Hand. Sorry, ich bin Bekannter von Dennis, also Fan zumindest, habe auch einen YouTube-Kanal hier in Bremen. Ja, schön. Und gucke immer eure Videos. Ich finde das übrigens mega gut, was ihr macht, also auch was du speziell machst. Wir geben uns Mühe, ne? Ja. Und ich bin ja ein Schmarotzer. Ich habe keinen eigenen Kanal. Du schmarotzt dich durch die Kanäle. Jetzt bin ich in deinem Kanal. Genau. Das ja, ist ja clever sowas, weil warum soll ich einen eigenen Kanal aufbauen? Habe ich gar keine Zeit für. Du machst dir gar nicht die Arbeit. Nö. Du bist einfach immer präsent. So, und dadurch gehen die Kanäle hoch, ne? Mit den Abonnentenzahlen, ne? Das funktioniert. Ja, das wollen wir doch hoffen. Ne? Also jetzt ist Holger Laudelei in meinem Kanal. Das heißt, ab morgen habe ich 100 Abos mehr. Super. Wir wollen es hoffen. Nein. Also Dennis ist da schon Vorreiter. Der hat ja auch eine große Reichweite mittlerweile. Ja. Das hat er echt super gemacht. Also ich bin erst seit einem halben Jahr dabei. Ja, Dennis geht es richtig mit Plan an. Das darf man immer nicht vergessen. Ich mache es mehr so chaotisch. Dennis geht wirklich mit dem Plan vor. Ich bin ja auch mehr so der Intuitive. Der hat einen Masterplan. Der hat tatsächlich einen Masterplan. Ja, den kenne ich. Verrätst du nicht? Nein. Okay. Aber ich gehe ja so intuitiv vor. Ne? Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ne? Oder versuch, mach klug. So bin ich ja drauf. Du bereitest dich auch nicht vor. Nein. Genau mein Mann, das mache ich auch. Wenn mir einer, war neulich auch ein Interview, wollte mir die Fragen zuschicken. Ich sage, Kollege, lass das bleiben. Ich will keine Fragen. Ich will die gar nicht vorher wissen. Das geht doch nicht. Du musst doch, wenn ich was frage, worauf du mich antworten kannst, mach dir keine Sorgen. Ich kann antworten. Mach dir einfach keine Sorgen. Das ist einfach ein bisschen ehrlicher, ne? Als wenn das so vorbereitet alles klingt. Das mag ich nicht. Bei dir immer total aus dem Herzen und vor allem mit wahnsinniger Überzeugung. Und man merkt einfach, dass du mit der Seele dabei bist. Ich lebe das ja auch den ganzen Tag. Ja. Mach ja nichts anderes. Ja. Außerdem kann ich nur labern. Ich kann ja nichts. Sehr sympathisch, aber trotzdem. Ja, es läuft gut. Ja, können uns nicht schön. Beschweren. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir auf anderen Kanälen mit drauf sind und dadurch Kanäle mit hochgezogen werden. Ne? Ja. Aber du hast quasi ein Business, was sich hauptsächlich um Elektro... Ich habe mit Elektromobilität nur damit nicht, zu tun, dass... sondern Photovoltaik... Wir machen erneuerbare Energie. Ja, genau, das Stichwort. Wir nennen das heute nicht mehr erneuerbare Energien, sondern komplexe Energieanwendung, weil wir eben die Dinge jetzt zusammenbringen. Wir bringen Wind, BRKW, Photovoltaik, alle regenerativen Quellen, bringen wir auf einen Punkt zusammen. Machst du das nur für
für Geschäftskunden? Oder nein, auch Privatkunden. Und das Irre an diesem Konzept ist eben, jeder heutige Privatkunde kann Dinge heute tun, die finanziell für ihn so attraktiv sind, dass die meisten Leute das gar nicht verstehen, was machbar ist. Weil ich kann meine Heizung letztlich ins Business packen, ich kann die Mehrwertsteuer auf meine Heizung zurückholen. Ja, ich habe jetzt einen Kunden gehabt, das ist ein Wahnsinniger, der will sogar das Elektroauto mit ins Gewerbe reinpacken. Und dann will er Kilometer von seinem eigenen Gewerbe kaufen. Nicht, weil ein Elektroauto ist jetzt kein Elektroauto mehr, sondern ein Elektroauto ist eine Produktionsmaschine für Kilometer. Das muss man sich mal überlegen. Das ist finanzamttechnisch alles machbar. So, und da sind uns keine Grenzen im Moment jedenfalls nicht gesetzt. Ja. Also Holger, wir müssen mal auch sprechen, also allein als Kunde, Geschäftspartner vielleicht. Und wenn man jetzt hier sich so kennt und Elektromobilitätskollegen quasi auch ist, das ist ja, dann bietet sich das irgendwie an. Das ist ja jetzt bei dieser ganzen Geschichte mit YouTube das Interessante. Die Leute neiden sich untereinander ja nichts. Die kennen sich meistens alle untereinander, die YouTuber. Ja, wir wollen doch alle das Gleiche. Ja, genau, wir wollen alle das Gleiche. Unterschiedliche Interessen. So, und dann kommt natürlich hinzu, dass die Elektromobilität jetzt die Erneuerbaren mit hochzieht. Weil wer ein Elektroauto hat, der überlegt sich, wie kann ich an den Strom jetzt noch billig rankommen? Das ist eben ein sehr interessantes Ding und das merken wir auch ganz deutlich, seit wir das so massiv vorantreiben, dass über die Elektromobilität die erneuerbaren Energien in den Markt reingezogen werden jetzt. Massiv. Ja, aber wenn du bedenkst, was unsere YouTube-Kanäle, wenn ich mal alle YouTuber in Deutschland, die sich um Elektromobilität kümmern, mal zusammenzähle die Abos. Das sind ja Horst Lüning, okay, mit seinen 90.000, aber sind ja keine 200.000 Abonnenten. Ja? 200.000 Menschen, die bei YouTube sich dafür interessieren. Ja. Da guckst du bei irgendwie 80 Millionen da guckst du einen Kanal an, der dreht sich um Modellbau, ja, wo irgend so ein Typ mit Modellbauautos durch Sand fährt und das irgendwie animiert und da sind 1 Million Abonnenten. Da fragt man sich, okay, Modellbau ist interessanter als Elektromobilität. Also da ist echt noch viel zu holen. Ja, wir müssen einfach weiter agitieren sozusagen. Ist aber ja schwierig. Ja. Die Lobby dagegen ist halt sehr stark. Und Horst Lüning ist ja einer, der hat die Abonnenten ja auch nur, weil er sehr vielfältig ist von der Thematik. Ja? Und aus meiner Sicht das auch gar nicht so schlecht macht. Nicht ja? unumstritten? Ja, der ist nicht unumstritten. Ich bin auch nicht immer seiner Meinung, aber ich gucke sie trotzdem, die Sachen, weil ich sie mega interessant finde teilweise. Ich trinke hauptsächlich seine Getränke. Die mag ich auch sehr gerne, ja. Also ich kannte Horst Lüning erst über den Whisky, weil ich das auch ganz gerne mag. Und darüber bin ich erst auf den Tesla gekommen. Er hat das ja irgendwie dann als einer der ersten Tesla-Fahrer in Deutschland überhaupt produziert. Das fand ich schon super geil, dass er das gemacht hat. Und muss auch zugeben, ohne ihn wäre ich sicherlich nicht so Tesla-affin, wie ich es heute so bin, weil ich das auch sehr stark verfolgt habe. Aber es haben noch viele andere irgendwie Schuld. Also Ove, klar, Dennis hat auch Schuld, du hast auch mit Schuld. Ich habe mir halt vor 7 Monaten jetzt einen Tesla gekauft. Vorher hatte ich alles knapp anderthalb Jahre eine Zoe, die habe ich immer noch. Meine Frau fährt die jetzt. Ist ja ein super Auto, oder? Und wir haben unsere beiden Mercedes abgeschafft. Verbrenner. Wofür brauchst du Verbrenner? Ja. Habe ich gemerkt, dazu brauche ich Verbrenner. Ich steige nur noch am Wochenende in Verbrenner ein und dann in sehr alte Verbrenner. Du hast Auto. Ja, ja. Das ist der einer, das ja, der Buick ist meiner. Das ist richtig geil. Ja. Und wie lang ist der denn? Der hat die Bezeichnung Elektra. Long Range. Nein, der hat die Bezeichnung Buick Elektra 225. Ah, der ist das, genau. Und die 225 steht für die Länge in Zoll und das sind fast 6 Meter. Also einen Parkplatz zu finden auf deutschen Straßen ist fast unmöglich. Ja. Und der Verbrauch ist auch gigantisch. Das heißt, du musst deine Garage extra verlängern. Der steht nicht in der Garage, steht in der Halle mit den anderen Fahrzeugen. Na? Und es macht halt nur Spaß, damit ab und zu mal zu fahren. Aber bei dem strahlenden Wetter heute kann ich 300 Kilowattstunden Benzin verknallen heute, das ist kein Problem. Ich erzeuge einfach genug heute. Also Moment, der fährt aber nicht elektrisch. Der nein. Hat nur Elektra, hast du mal erzählt im Video, weil alles elektrisch. Weil es funktioniert alles außer der Antrieb. Ne? Also ich könnte jetzt die Autobatterie, die Starterbatterie, die könnte ich nachladen jetzt, aber ansonsten bringt das nicht viel. Ja, ist klasse. Also ich merke es schon, es macht Spaß mit dir zu quatschen. Jetzt müssen wir echt mal weiter. Das ist nett, das ist wirklich nett von dir. Aber leider schläft mein Arm gerade ein. Steck dich mal, du hältst ich kann die Kamera gar nicht mehr hochhalten, das fängt schon an zu kribbeln hier. Ja. Also, ja, irgendwann demnächst vielleicht ein bisschen längeres Gespräch mit Holger, macht das Spaß. Ich glaube, man könnte mit dir eine Abendfilme sagen. Ja, haben ja einige schon versucht. Und, nicht gewonnen? Doch, wir haben dir die Kinofilme im Leben mit der Ja, stimmt, die habe ich gesehen. So, und die kommen gut an einfach. Die kommen so gut an, dass der letzte Film ist im Internet noch gar nicht veröffentlicht, weil die Kinos immer noch voll sind. Wir haben ja Leben mit der Energiewende 5 oder Leben mit der Energiewende 4. Es gibt ja 5 Filme, eine hieß nur mal anders. Und Leben mit der Energiewende 4 ist in den Kinos immer noch ganz oben. Frank Ferenczky haut das Ding auch im Moment nicht raus. Also ich verlinke das dann hier oben oder da? Ja, du kannst den Film selber kannst du nicht noch nicht verlinken, der ist nicht im Internet. Ja, aber die anderen 4. Die anderen 4 kannst du verlinken. Und die sind mega interessant. Sie waren Herr Jakic, ne? Jakic, genau. Jakic, von der SWB. Also mein Name ist Jens Zippel, ich habe den Kanal Move Electric. Ja. Und vielleicht können wir auch mal ein Interview machen irgendwann mit dem Kollegen Herrn Basic schon mal zusammen, weil ich mache auch so eine Mobilitätsberichterstattung, das war einfach Tesla. Ja. Und
ich habe das beobachtet, wie sie hier in Bremen das aufrüsten, die Ladestationen. Also ich finde das ein super Job. Mhm. Besonders gefreut habe ich mich gestern, dass ich gemerkt habe, dass gegenüber meiner Firma in der Konsulschmiedstraße auch eine Schnellladesäule gerade gebaut wird. Ja, okay. Schön. Freut mich. Gestern erst gesehen. Ja. Und es hieß, die sollte gestern noch ans Netz gehen. Leider hat es gestern Abend nicht geklappt. Ja, wir haben unser Bestes versucht, das hinzukriegen. Aber ich sag mal, es dauert alles einfach seine Zeit. Und gewisse Dinge, sag ich mal, kriegen wir dann nicht in kurzer Zeit umgesetzt. Ist das jetzt die erste Schnellladesäule, die jetzt ans Netz geht von den neuen? Oder? Nein, wir haben in Bremerhaven schon seit letztem Jahr eine beim Fahrdienst Lorenz. Wir haben hier jetzt im Grunde genommen so die zweite. Wir haben vor, insgesamt 10 Schnellladesäulen bei uns im Versorgungsgebiet, sag ich mal, in Betrieb zu nehmen, zeitlich. Ja. Wann heißt so jetzt im nächsten Quartal, oder? Wahrscheinlich schon im nächsten Monat, übernächsten Monat. Also jetzt 5, 6, 7 Stück werden wir hinkriegen, sag ich mal, noch im Laufe der nächsten Woche. Und ja, dann 3 Stück haben wir noch in etwa, wo wir noch ein bisschen spielen können. Ja, ich finde das super. Das ist echt ein großes Kompliment, würde ich mal sagen. Vor allem es ist ja auch eine Investition in die Zukunft, weil ich denke mal nicht, dass die Abos von der Stromtankkarte den Kosten allein. Wir hoffen natürlich auf den Hochlauf der Fahrzeugzulassung und häufigen Nutzung. Und es wird dann auch ab nächsten Jahr wahrscheinlich gerechter werden, sag ich mal, mit dem Ladestrom. Das heißt, wenn das Eichrecht durch ist und alle Ladesäulen eichrechtskonform abgerechnet werden können, werden wir auf kilowattstundenscharfe Abrechnung übergehen. Und dann ist es für jeden Elektrofahrzeugnutzer gerechter. Gibt es da schon eine Idee, wie hoch die Kilowattstundenpreise sein werden? Das müssen wir uns dann mal anschauen, da können wir jetzt noch nicht zu sagen. Ja, bin gespannt. Also ich mache so viel Werbung, wie ich kann. Schön. Für die Stromtankkarte. Ja. Was ich vor allem grandios finde, ist ja dieser Roaming-Verbund. Ja. Also das bleibt auch so, auch wenn Sie auf Kilowattstunden nur abstellen? Ja, also klar, der Roaming-Verbund wird bleiben. Klar, wir sind mit mehreren Roaming-Verbänden, sag ich mal, ja, verbunden. Und mit unserer Karte kann man so etwa 80-90% der verfügbaren Ladesäulen in Deutschland und auch im Umland erreichen. Ja, das ist wirklich klasse. Also immer wenn ich im Urlaub bin, probiere ich als erstes die Stromtankkarte aus. Okay. Meistens funktioniert sie. Okay. Und dadurch habe ich momentan natürlich durch diesen schönen Flatrate-Tarif eine super Kondition. Aber das wird dann sich natürlich ändern, schätze ich mal. Das wird sich ändern, natürlich. Das ist dann letztendlich die Verbrauchsmenge, die dann wirklich auch das Fahrzeug aufnimmt. Und ist auch gerecht. Da muss man auch hinkommen. Ne? Genau. Ich hoffe halt nur, dass die Stromversorger dann die Preise moderat halten und nicht quasi ausnutzen, ihre Monopolstellung. Die ganzen Elektroautofahrer quasi zur Kasse gebeten werden. Gibt es ja so ein paar Tendenzen momentan. Teilweise gibt es ja mitunter horrende Preise, sag ich mal, pro Kilowattstunde. Also da werden wir wohl nicht hingehen, aber es wird sicherlich auch nicht, sag ich mal, der günstige Preis sein, den man zu Hause für seinen eigenen Stromverbrauch hat. Ja, auf jeden Fall haben wir hier wunderbares Wetter. Ich freue mich, dass so viele hier angereist sind. Und wie viele E-Autos haben wir jetzt hier, Solveig? Ich habe 19 registriert. Wir haben 19 Anreisende mit E-Autos und wenn ich das hier sehe, sind wirklich viele ganz, ganz weit angereist. So, bevor ich gleich mit Fred Jackisch zusammen und mit Christian Herberg zusammen die Säule eröffne, sind natürlich unsere Freunde von Chris und Bex hier und so eine Ladesäule. Das ist eine, die Säule kann AC und die Säule kann DC. AC-DC. Und so eine AC-DC-Säule, die muss natürlich mit Musik eröffnet werden. Und ratet mal, von welcher Band die Musik jetzt kommt und wie der Song heißt, weil viele E-Autofahrer Highway 12 haben Reichweitenangst und wenn die auf deutschen Autobahnen unterwegs sind, dann fühlt sich das für die manchmal an wie The Highway to Hell. Und damit das nicht so bleibt, da arbeiten wir ja dran. Also Chris and Beck's Highway to Hell. Da kann man auch ein bisschen mitmachen. Living easy, love and free. I see the ticket on a one-way ride. Asking nothing, leave me be. I'm taking everything with much pride. Don't stop me. Thank you.
mal eine Performance hier. Vielen Dank an euch. Das war mehr Chuck Berry. Das war der Duck Walk. Er hat irgendwas von Chuck Berry geklaut. Ja. Wir haben hier, bevor gleich... Fred, komm hier mal mit nach vorne. Bevor Fred Jakisch von der SWB gleich was sagt, das ist der Mann, der eigentlich dafür gesorgt hat, dass es eine wirkliche Schnellladesäule ist. Denn ich habe ja in meinem Livestream zwischendurch mal gesagt, hoffentlich wird das hier nicht der Berliner Flughafen, aber der ist es eindeutig nicht geworden. Das ist, glaube ich, die schnellste Schnellladesäule vom Aufbau her in Deutschland geworden. Wie habt ihr das hingekriegt, Fred? Ja, ob es jetzt wirklich die schnellste in Deutschland gewesen ist, weiß ich nicht. Allerdings muss ich sagen, wir haben einfach auch ein bisschen Glück gehabt. Wir hatten super Wetter die letzten 3 Monate, wir hatten keinen Frost, wir hatten die Tiefbauer, die uns zuarbeiten konnten und von der Seite her konnten wir eben halt diesmal so schnell das machen. So, das ist jetzt eine der ersten Schnellladesäulen der SWB in Bremen. Wie viel kommen dieses Jahr insgesamt noch ans Netz? Also insgesamt haben wir in unserem Versorgungsgebiet vor, 10 Schnellladesäulen in Betrieb zu nehmen. 3 sind jetzt aktuell schon am Netz, 4 kommen in etwa nächste Woche dran und die letzten 3 schaffen wir dann auch noch im Laufe des Monats oder der nächsten 2 Monate. 550 Kilometer aus Kamenz hat zurückgelegt Christian Herberg. Christian. Dennis. Mein herzlichen Glückwunsch. Ich bin überwältigt. Ja, ich bin überwältigt, dass du so... Ja. Kamenz, wo liegt das? Das liegt in Sachsen, im Dreiländereck. Deutschland, Tschechien, Polen. Also ich bin geplättet. Aus Sachsen hier nach Blumenthal. Ich glaube, das ist ein großer Applaus wert. Und es ist unschwer zu erkennen, du bist Tesla-Fan. Ja. Bist du auch Tesla-Fahrer? Ja, Model X, 100D. Ich hoffe, du magst Fleisch, oder bist du, viele Tesla-Fahrer sind ja auch Veganer und auch so ein... Nein, bist du nicht. Gut, ich habe ein richtiges Männergeschenk für dich hier. Wow. Wie heißt das? Ein Oberhitzengrill, aber da gibt es so ein 800 Grad. Wie nennt sich die Teile nochmal? Biefer, genau. Ein Biefer. Von einer Frau getragen. Mit 800 Grad brutzelt der dein Steak. Ja, danke. Also, herzlichen Glückwunsch. Und du darfst jetzt mit deinem Auto, ich hoffe, du hast einen Schademoadapter damit, die erste Ladung Strom hier nehmen. Aber vorher schneiden wir zusammen zu dritt das Band durch. Ja, machen wir. Gerne. So, dann müssen wir den hier nochmal hinstellen, wie wir das hinkriegen. Fred, bevor du das hier durchschneidest, möchtest du noch was sagen? Also ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das hier mit dir geschafft haben und hoffe, dass das eine Anregung wird, auch für andere Unternehmen vielleicht mal auf uns zuzukommen und über eine Ladesäule an ihrem Standort nachzudenken. Man muss ja sagen, dass der Einzelhandel in Deutschland sowieso die E-Mobilität irgendwie voranbringt. Aldi baut Schnellladesäulen, Lidl baut Schnellladesäulen. Ja, so, dann schreiten wir hier mal zur Tat. Also, hier. Auf die Plätze, fertig, los. Oh! Hey. Ja, danke schön. So, die Säule ist offiziell eröffnet. So, Christian, und du holst jetzt dein Model X mit Schademo-Adapter und versuchst hier rückwärts ranzufahren. Machen wir Feste raus. Ja. Ach, der ist noch ganz neu. Der ist noch nie geladen, ne? Geschenk von Tesla. Geschenk von Tesla? Nur das knapp mal. Haben die Mist bei dir gebaut? Nee, weil ich so freundlich war, mein Fahrzeug kurzfristig zu übernehmen. Genau. So, jetzt gucken wir mal, ob der funktioniert. Auf. So, jetzt müssen wir den... Ja, so, Karte. Erstmal davor. So, Autorisierung läuft, eure Karte ist gültig, steht. Da freue ich mich drüber. Jetzt drücken wir bei Schademo. Jetzt verbinden wir den Wagen mit dem... So, und jetzt den Wagen verbinden. Das ist also hier ein ziemlich wuchtiges Teil. Für alle, die Adapter lieben. So, und jetzt? Ja, funktioniert. Grün. Läuft. Ja, komm mal an. Ja.
Ja, den Dank applaudiert er. Glückwunsch. Ja. Ebenfalls Glückwunsch. Ja, danke. Ja, das war die Ladesäuleneröffnung hier, die Schnellladesäule in Bremen-Blumenthal. Und hier geht es weiter mit Musik, mit Chris and Bex. Ich gebe wieder rüber auf die Bühne. Vielen Dank, dass ihr alle hier wart, dass viele so eine weite Anreise auf sich genommen haben. Ich finde das ganz klasse. Also noch ein schönes Fest. Da geht's weiter mit Musik. Jetzt auf Chris and Bex und um 15 Uhr, da kommt L-Voice. Also bis dann. Auf den Eierlecker. So. So, jetzt habe ich langsam mal Hunger und würde eigentlich gerne was essen, wenn ich meine Frau wieder finde. Immer die ist immer so klein, ich sehe die immer nicht. Keine Ahnung. Die kann nur beim Wurststand sein. Ich gehe mal gucken. Schon fremdgegangen hier. So sieht's aus, ja. Moin. Hallo. Jens. Du hast richtig aufgefahren hier. Ah, Model 3 Probesitzen. Ja, das wäre super. Ja. Okay. Und? Muss man nochmal schauen. Ja, schick, ne? Ich fürchte, du bist dein Auto gerade losgeworden. Ah, wer weiß. Das sieht so neu aus. Ja, knapp einen Monat alt. Ja, klasse. Und war bei dir die Übergabe problemlos, oder? Ja, einwandfrei. Also, Auto war sauber, alles dabei, außer Ladekabel. Das kriegst du so nachgeliefert. So, irgendwas vergessen mal. Aber das ist halt Kleinigkeiten. Und es lädt. Komm schnell. Ja, und ich habe jetzt 100 kW maximal gesehen dabei. Also reicht völlig. Vielleicht kommt noch mehr. Wärmer wird. Wie viele Kilometer bist du jetzt schon gefahren damit? Das ist eine gute Frage. Irgendwas um die 4000 muss es sein. 4279 Kilometer. Man fährt echt viel, ne? Ja, man so Ding hat. Ich habe ja mit gerade am Anfang. Das ist Model S jetzt auch schon 12.000 gefahren und das ist fast doppelt so viel, wie ich normal fahre. Ja. Also ich bin auch vorher normalerweise im Monat vielleicht mal 800 alles. Kilometer gefahren und jetzt so das Fünffache einfach mal. Ja. Aber wenn man es hat, möchte man es natürlich auch fahren. Ja, klar, ist klar. Und Nasilla, was sagst du dazu? Ist das nicht ein bisschen wenig Knöpfe? Nee, ich habe eigentlich auch gedacht, dass mich das stören würde, dass da jetzt der Monitor so rechts steht und man sucht immer dahin. Aber man guckt eigentlich automatisch dahin, weil man sieht man ja das nicht. Ja. Aber du machst ja sogar das Handschuhfach jetzt mit dem Monitor auf, ne? Das geht auch nur darüber, ne? Ja. Das ist halt so fancy-mäßig, ja, in der Richtung. Zug ist leider nicht allein. Wollte ich sagen, das wäre eigentlich gut. Ja, das kommt dann wahrscheinlich im X irgendwann mal, das kommt dann so auf und zu noch. Also ich finde das Model 3 super. Leider ist es für uns halt wegen der Heckklappe doof, weil wir einen Hund haben und so. Ja, wir warten jetzt aufs Model Y. Mhm. Das hat ja dann so eine richtige Klappe, ja, wie, genau, wie das Model S. Da sollte eigentlich der Hund dann reinpassen. Ja, wenn das Model Y rauskommt, ist mein Model S auch über 4 Jahre und dann kann es... Dann passt das doch genau, das hat Tesla ja bestimmt so geplant. Genau, super. Na super. Krieg ich dich hier noch raus oder bleibst du jetzt, ziehst du jetzt hier ein? Ich könnte jetzt auch fahren, nein. Alles klar. Ja, danke, dass du mal Wo kommst du her? Ich komme aus Köln. Köln, also nicht die weiteste Anreise, ja. Nee. Ich bin auch sowieso unter den ersten drei, also kommst du auch schon mal weg. Nee, aber wir sind sowieso ein bisschen außer Konkurrenz. Mein Bruder ist auch noch mitgekommen, weil wir in Bremerhaven jetzt über die Woche waren. Und dann haben wir auf dem Rückweg jetzt gesagt, komm, dann fahren wir hier rum. Also nicht extra 400 Kilometer hier hochgesaust. Ja. Wobei ich es mir überlegt habe. Schon schön. Ja. Also ich finde es super. Das ist so Geschmackssache. Einige sagen, nee, das passt gar nicht rein. Ich finde es krass. Du hast so einen Akzent, also finde ich ganz schön. Vielleicht kann man sich auch im dunklen Holz vorstellen, so ein bisschen lackiert oder angehend. Ich finde das aber eigentlich ganz schön. Ein bisschen glänzender, aber wenn es nicht glänzt, dann kann es auch nicht spiegeln. Das ist auch gut. Genau. Und wie bist du mit der Lüftung zufrieden? Die soll ja ziemlich gut sein. Ich finde es super. Also es ist halt spiegelmäßig. Ne? Kannst das hier schon wunderbar einstellen und zusammenziehen, so einen Luftstrom und alles. Aber ich meine, da gibt es ja 1000 Videos drüber. Ja, genau. Ich finde es echt super zum Einstellen. Das ist halt besser, als wenn man da an 1000 Dinger noch irgendwie rumfummeln muss, bis man dann den richtigen Luftstrom hat. Ja, die Lüftung im Model S ist so mäßig. Also die Lüftung geht noch, aber die Heizung ist mäßig. Vor allem im Fußraum ist sie sehr mäßig, bei mir und ganz vielen anderen. Und das Model S hat irgendwie die Eigenschaft, nach ein paar gefahrenen Kilometern die Heizleistung drastisch zu drosseln. Erst ist es total warm und dann kommt nur noch kalte Luft raus. Das hat der aber auch. Das habe ich auch schon mal in Mercedes oder so. Das auch mal manchmal beim VW. Also erstmal wird es warm, dann wird es auch immer wieder kalt, dann wird es wieder warm. Das, ja, das ist immer so eine Hysterese, die ganz groß ist. Und das ist hier auch, das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist nicht immer, das ist ja sehr nett.